Hallöchen. Heute ist ein ganz besonderer Tag, zumindest für mich. Ich habe nämlich heute Geburtstag und ich möchte diesen Tag dafür nutzen, Danke zu sagen. Danke zu sagen, dass du dir dieses Video anschaust und vielleicht auch schon einige andere Videos angeschaut hast. Ich bin dankbar für all die Menschen, die mich begleiten, über den Bildschirm oder auch im echten Leben. Und ich bin dankbar für den Weg, den ich gerade gehe. Ja, die ganzen Geschenke, die ich vom Leben erhalte und die mir eine große Freude bereiten und mich bereichern. Auch wenn es nicht immer leicht ist, aber ich bin voller Fülle gerade, voller Reichtum, ja. Sei es emotional, sei es die Menschen, die mich umgeben, sei es, ja, wie ihr hier auch seht, die Natur um mich herum. Ja, was mir immer mehr gelingt, immer öfter davon umgeben zu sein und meinen Weg dazu gehen und im Moment anzukommen und zu erleben, wie das Leben entsteht, wie ich das kreiere. Ja, das ist wirklich sehr, sehr magisch zurzeit. Dadurch, dass ich nicht sehr weit in die Zukunft plane, kriege ich das so unmittelbar mit. Ja. Und die, die mich schon eine Weile verfolgen, wissen, dass ich ganz, wie soll ich sagen, ja, einfach die Selbstliebe gerne verbreiten möchte und auch selber immer wieder übe und stärken möchte. Und deswegen möchte ich auch meinen Geburtstag dafür nutzen und habe einen Wunsch an dich. Bist du gespannt? Der Wunsch ist, ich habe das bei einer anderen YouTuberin gesehen und fand das ganz bezaubernd. Und der Wunsch ist, dass du mal in die Kommentare schreibst, was du an dir liebst. Was fällt dir da ein? Ganz spontan oder du kannst auch eine Weile darüber nachdenken. Ja, ich glaube ganz fest oder ich weiß einfach, dass je mehr Liebe, Selbstliebe in der Welt ist, je schöner ist die Welt. Ja, wenn du dich selbst liebst, dann begegnest du den Menschen ganz anders, dann stehst du ganz anders im Leben und deshalb ist es einfach wirklich eine der schönsten Wege, die man so gehen kann. Ja. Die Selbstliebe in sich selbst zu stärken. Ich bei mir selbst mag im Moment, dass ich so gut für mich sorge. Dass ich gut für mich da bin und ja, meiner Intuition folge und diesem Weg, der sich mir da offenbart. Und das liebe ich sehr an mir, dass ich milde mit mir bin und selbst eine gute Mutter bin oder eine gute beste Freundin oder was ich auch immer gerade brauche. Mich gut versorge, mich gut nähre, das liebe ich sehr an mir. Ja, dass ich gut für mich da bin. Also ich bin sehr gespannt auf deinen Aspekt, den du besonders an dir liebst. Und ich wünsche dir das Allerallerbeste. Mögest du viel, viel Grund zur Liebe haben und sie sehen in all den Dingen, in dem blauen Himmel, in den Bäumen, in den Vögeln. Hier hinter mir ist ein Bach und ja, überall ist die Liebe. Und ich wünsche dir, ja, ich habe es gesagt, alles Liebe und ich danke dir sehr, dass du dieses Video schaust, dass du da bist und bis zum nächsten Mal. Ciao.